Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Tag 4 der SDG Showdown Woche. Heute gehen wir rein in eine Retro-Folge FIFA 18 bei mir mit der Roma. Ich habe natürlich auch einen Gast mit dabei, da haben wir auch das gleiche Video aufgenommen, natürlich mit einem anderen Teil und einer anderen Mannschaft. Der Gast darf sich vorstellen und natürlich auch kurz sagen, was für ein Video bei ihr am Start ist. Servus YouTuber von mir, herzlich willkommen. Ich denke mal, die Zuschauer da draußen, wenn niemand anderes erwartet haben. Moin moin, was geht, Freunde der Sonne. Auf meinem Kanal auch natürlich eine Retro-Ausgabe hier am vierten Tag unserer gemeinsamen eine Showdown-Woche. Das alles aber in FIFA 17 mit dem FC Schalke 04. Noch zu glorreicheren Zeiten mit Champions League-Fußball, Leon Goretzka und hast du nicht gesehen im Kader. Max Meyer, die Weltklasse, damals wirklich noch mit Talent und Potenzial. Checkt das auf jeden Fall ab. Erster Link oben in der Beschreibung. Ganz genau. Also, ihr findet das Video natürlich in der Videobeschreibung. Das auf jeden Fall Tag 4, Donnerstag, der SDG Showdown-Woche. Ihr feiert das Ganze komplett. Gestern kamen ja jeweils drei Saisons. Bei Dennis auf dem Kanal kam das Ganze beim HSV. Bei mir mit dem ersten FC Köln. Ihr seht jetzt im Hintergrund nochmal ganz kurz das Regelwerk eingeblendet. Aber ich denke, ihr solltet das Ganze mittlerweile auf jeden Fall im Hinterkopf haben und das Ganze auch verstehen. Wenn es Fragen gibt, schreibt es in die Kommentare oder gerne einen Screenshot machen, Pause drücken, alles was ihr braucht. Ja, wir sind bei der Roma, mein Lieblingsteam international nach dem 1. FC Köln. Es ist eine richtig geile Mannschaft, wie ich finde, und wir wollen natürlich reingehen in eine Transferphase. Wenn euch das Video gefällt, ja, bevor wir jetzt dann reinstarten, lasst natürlich sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ihr wisst auch wieder morgen, 14 Uhr, nächstes Video, und am Wochenende warten auch noch richtig krasse Kracher auf euch. Morgen 4 Saison SDG Showdown, jeweils bei Dennis und auch bei mir. Unbedingt auf jeden abchecken. Soweit so gut. Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Video von Dennis abchecken. Und dann würde ich sagen, Dennis, 20 Minuten. Wie sieht's aus? Ja, überflüssige Frage. Ich bin ready geboren. Freunde der Sonne, AS Rom. Wir haben, das kann man vielleicht noch kurz erwähnen, abschließend. Ach, wir haben die Budgeterhöhung drin. Ich habe nur 30%, Chris 60. Wir haben aber beide die eben mitgenommen, damit wir eben Transfers machen können. Chris soll das Geld auch komplett ausgeben. Das sind jetzt 12 Millionen mehr. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es an den 12 Millionen scheitern wird. Deswegen das nochmal abschließend gesagt. Und jetzt starten wir rein. 20 Minuten, erste Sommertransferphase oder die erste Transferphase überhaupt. Let's go. Gerade schon mal angekündigt, ihr seht unser Team in Bestbesetzung im Hintergrund. 4-3-3 halten. Es war die glorreiche Saison, wo tatsächlich die Roma Hinspiel in Barcelona, glaube ich, verloren hatte und dann das Rückspiel in Rom 3-0, 3-1, Manolas und wer da nicht alles getroffen hat, tatsächlich noch gewonnen hat. El Shaarawy, heute spielt er wieder da. Dzeko nicht mehr da, Perotti nicht mehr, Strootman, Nainggolan, De Rossi. De Rossi neben Totti, ein absoluter Lieblingsspieler von mir. Florenzi, Manolas. Man erkennt diese Mannschaft nicht wieder, aber man sieht, was für eine brutale Qualität. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Timer beginnt in 3-2-1, let's go, 20 Minuten laufen und wo wir uns verbessern wollen, ich kann es euch noch gar nicht sagen, wir setzen uns aber auf jeden Fall ran. Das Mittelfeld, das ist absolut zufriedenstellend, auch die Innenverteidiger mit Dzeko und Alisson, wenn, dann werden es die Flügelpositionen rund um Kolarov, Florenzi, Perotti und halt eben vielleicht auch der El Pharao, El Shaarawy. Mal schauen, aber ihr seht jetzt erstmal, was bei Dennis so passieren wird. Okay Leute, Sommertransferphase, 20 Minuten, es steht alles kurz bevor, wir legen los mit der Zeit, die beginnt in 3-2-1 und los geht's und dann starten wir rein. Ich kümmere mich ganz kurz um den eigenen Kader und dann seht ihr eben die Transferliste kurz gleich zusammengefasst. Die Transferliste sieht folgendermaßen aus. Ich habe viele Spieler von den Laien zurückgeholt, darunter Iturbe, Mario Rui, Castan, da nehmen aber auch Perotti, Strootman, El Shaarawy. Wir haben, okay, Werder habe ich glaube ich auch von der Laie zurückgeholt. Schick kennen wir heute von Bayern und für Leverkusen. Hier Talent, 77er Gesamtstärke aber nur und wir haben auch einen anderen Stürmer, den wir erst vor kurzem geholt haben. Schick dafür schon länger hier bei der Roma und deswegen auf der Transferliste, weil da haben wir halt Dzeko. Es ist wirklich katastrophal in den Transferverhandlungen. Ich weiß nicht, wie wir die alten FIFA-Teile 17, 18, 90 und vielleicht auch 20 überstehen konnten, denn die Transferverhandlungen sind skandalös. Stefan de Vrij, 84, 25 Jahre jung, hat hier eine 32 Millionen Angebot-Offerte endlich akzeptiert, beziehungsweise nicht er, sondern die Laziali und noch Pellegrini im Tausch. Das ist wirklich brutal, aber wir nehmen das Ganze an, denn Fazio bin ich nicht der größte Fan davon und wir wollen Stabilität in der Defensive, also dieser Deal ist auf jeden Fall mal fix. Auch fix ist der Deal von Alex Telles, Linksverteidiger von Porto, wir kennen ihn alle. Mittlerweile ist er, glaube ich, an Sevilla ausgeliehen, aber noch immer ein Spieler von Man United. Also Alexander Kolarov im Tausch, 26 Millionen obendrauf. Auch er hat einen Marktwert unter alleine dem Angebot. Und dann kommt noch Kolarov dazu. Ja, aber wir müssen es irgendwie machen, wenn wir uns weiter verbessern wollen. Und auf den Flügeln habe ich es bei Martial probiert. Ich wollte Leon Goretzka, aber Schalke will den Spieler nicht verkaufen. Merke, Suso, das wird alles extrem teuer. Aber hoffentlich noch irgendwie zu realisieren. Denn mal mindestens 3 Neuzugänge sollten wir schon holen. Unser erster Transfer, Leute. Gigi Buffon kommt von Juventus Turin. Wir schwächen eine direkte Konkurrenz. 89er Gesamtstärke ist auch ein Upgrade für die Torhüter-Position. Mir geht es aber eher um den Konkurrenzschwächen-Aspekt. Wir werden den Torhüter damit reinhauen. Kann auch sein, dass wir ihn freigeben müssen, aber dann hat Juve ihn nicht und wir haben ihn auch nicht. Deswegen ist mir auf jeden Fall recht. Wir machen den Deal fix. Nach den ersten beiden Neuzugängen ist etwas Ruhe eingekehrt, aber dann ist es losgegangen. Der Pharao El Shaarawy wechselt für knapp 36 Millionen zum VfL Wolfsburg. Gerson 7-7 zu Leeds. Dann haben wir Mario Rui von der Laie zurückgeholt und nach Arsenal verkauft für 16-2 und Perotti ebenfalls in die Premier League für 25,5
1,5 Millionen. Heißt aber auch, wir haben zwei Baustellen. Ja gut, De Vrel und Ünder setzen da jetzt eigentlich eher mal in der Startelf mit rein, aber ich will schon gerne eine 80 plus. Ja, ich könnte mich auch komplett verzockt haben, denn wir haben nur 82 Millionen. Klingt erstmal viel, ist für diesen FIFA-Teil aber tatsächlich echt nicht so viel, aber wir gucken einfach mal, was sich machen lässt. Let's go, Leute, unser zweiter Transfer, jetzt also auch fix gemacht. Heung-min Son kommt von den Tottenham Hotspurs, 25 Jahre alt, 84er Gesamtstärke, damals so ein bisschen frischer gewesen, mit mehr Ambition bei den Spurs, bis er wusste, Mann, fuck, wo bin ich nur hier gelandet, Alter, hier werden keine Titel gewonnen, miese Titelallergie. Hoffentlich ändert sich das hier bei der Roma und wir können vielleicht ja dieses Jahr irgendeinen Titel gewinnen, irgendwie Coppa Italia wenigstens oder so. Was hier Preise im Umlauf sind, es ist wirklich bodenlos, eine absolute Katastrophe. Ja, mittlerweile konnte man theoretisch auch Leon Goretzka verpflichten, Schalke meinte vorhin unverkäuflich, jetzt war ich drin, aber auch da hat es nicht funktioniert, wirklich katastrophal, auch hier bei Suso, ich habe es gar nicht erst bei Martial probiert und Thauvin ist leider auch frisch erst zu Marseille gewechselt, dementsprechend ist es hier Franck Ribéry, 26 Millionen, eine absolute Granate, auch er ist zum Ende, ja, zum ganz, ganz späten Herbst seiner Karriere zu Salernitana, also in die Serie A gewechselt, mittlerweile ja Karriere offiziell beendet, aber ein so geiler Spieler, der also bei uns für den linken Flügel natürlich eingeplant ist und auf der anderen Seite Malcolm, 48 Millionen bei Girondins Bordeaux, der war auch tatsächlich mal kurz vor einem Wechsel zur Roma, dann aber hat sie ihn, glaube ich, zu Zenit St. Petersburg gezogen und hier ist er nicht mit dem Transfer- bzw. Gehaltsangebot zufrieden. Ihr glaubt gar nicht, wie lange man da rummachen muss, ja, wir zahlen jetzt 4 Millionen mehr, zweite Anlaufrunde in Sachen Verhandlungen hier, wir sind bei 53 Millionen angekommen, ich will ihn unbedingt, natürlich, es ist zum FIFA 17, nee, FIFA 18 Teil, einer der besten Flügelspieler, wenn er das abgelehnt hat, kriegt er 80.000, ja, er will sogar weniger, also sowas, also auf die Idee muss man erstmal kommen. Also völlig lost. Ganz ehrlich, ich bin kurz davor, auch irgendwo auszuflippen. Ich muss aber ganz, ganz ruhig bleiben. Der nächste Deal unter Dach und Fach gebracht. Suso kommt. Wir tauschen wir tauschen Ünder ein, zahlen 32 Millionen um drauf und machen den Transfer liga-intern vom AC Mailand. Damit perfekt. Dritter Transfer unter Dach und Fach gebracht. Ja, 5 Minuten noch auf der Uhr. Wir brauchen unbedingt noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Und der wahrscheinlich letzte Transfer. Es kommt Koke von Atletico Madrid. Wir zahlen nur ein bisschen mehr als den Marktwert. Damals war wirklich echt ein starker Spieler gewesen, sogar noch mit einem 88er Potenzial. 85er Gesamtstärke, Upgrade zu Kevin Strootman, den wir ja verkauft hatten dafür, im Gegenzug zum FC Arsenal, wenn mich nicht alles täuscht. Plus 2 in der Gesamtstärke, dazu noch Luft nach oben. Ich hoffe, dass er bleiben darf. Das ist das abschließende Fazit zu Koke, was ja wahrscheinlich auch unser letzter Transfer jetzt sein wird. Wir sind aber damit jetzt fertig mit unserer Transferphase und das ist unsere Mannschaft im Hintergrund mit Alisson, wir haben Florenzi, wir haben Manolas, De Frey, Telles, dann haben wir hier De Rossi, Strootman und auch Nainggolan, Malcolm, Checo, Ribéry. Ja, auf dem Flügel hätten wir Cengiz Ünder, der könnte als Ersatz dann mit reinkommen. Wir haben noch immer Fazio, falls wir auf jeden Fall in dem Fall De Frey verlieren sollten. Ja, und ansonsten ist es ganz in Ordnung. Man müsste im Notfall irgendwie umdisponieren, aber ich hoffe doch einfach mal, dass wir zumindest, ja, bis auf einen alle Spieler behalten dürfen, weil klar, ja, Franck Ribéry ist schon etwas auffällig, aber ich werde Dennis natürlich auch die Auswahl dementsprechend schwierig machen, um ihn auf eine andere Fährte locken zu können. Okay, Leute, und damit steht die Mannschaft jetzt also nach dieser ersten Transferphase. Wir haben jetzt also neu im Tor Buffon. Alisson ist aber auch noch am Start, falls Buffon uns verlassen sollte. Wir haben im Mittelfeld neu dazu bekommen, Koke neben Nainggolan und De Rossi. Capitano ist noch am Start. Wollte ich eigentlich ersetzen, aber ich hoffe, dass er mit den, ja okay, jetzt mittlerweile 34 Jahren, hoffentlich irgendwie noch im 80er-Bereich bleibt. Das wäre ganz schön. Wir haben ein neues Flügelduo mit Suso und Son. Und ja, Koke hatte ich ja gerade schon erwähnt. Deswegen, das sind also meine 4 Transfers, glaube ich, an der Zahl waren es insgesamt. Von den Verkäufen leider nicht so alles funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das heißt, da könnte man aber vielleicht auch noch was in der Wintertransferphase machen. Gerade wenn Kollege Schick hier uns noch irgendwie verlassen sollte. Das ist so zumindest mein Plan. So viel zu meiner ersten Transferphase. Und ja, Leute, so viel dazu. Wir sehen uns jetzt mit Chris beim Snipen wieder. Die Sommertransferphase liegt hinter uns, die erste und zugleich auch einzige. Und natürlich geht es jetzt darum, dürfen wir die Spieler behalten, ja oder nein? Und ihr wisst, traditionell die erste Frage in dem Fall von mir an Dennis. Wie viele Neuzugänge sind es denn bei dir geworden? Es sind 4 Stück. Okay, dann mache ich es dir gleich. Ich habe nämlich tatsächlich auch 4. Ja, okay, mit weniger Geld, gleiche Anzahl an Neuzugängen. Ich fühle mich schon jetzt wie der Sieger des Shownotes. Nein, Spaß. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Aber es heißt auf jeden Fall, jeder 4 Neuzugänge bedeutet, die 3 Snipes werden auf jeden Fall komplett durchgeballert. Und deshalb würde ich sagen, Dennis, du bist der Gast. Start einfach direkt mal mit deiner ersten 5er-Auswahl. Ja, freut mich auf jeden Fall auch gerade nach dem gestrigen 3-Saison-Showdown bei mir auf dem Kanal mit Hamburg, dass du es auch mal zu mehr als einem Transfer gebracht hast. Das ist, ja, ne? Ja, gut, das, man weiß ja nicht. Nee, klar, Spaß an dich. Ne? Also, kein
ein Spaß ist so passiert, aber natürlich nicht die Regel, nicht der Standard. Deswegen, wir kommen zur ersten Fünferauswahl, wir fucken gar nicht lange rum. Es geht um einen neuen Torhüter, denn ich habe Alisson für, für ein Batzen Geld an, lustigerweise, Liverpool verkauft. Also, ne, das ist auf jeden Fall Zufall gewesen. Mhm. Deswegen haben wir hier auf der Liste auf jeden Fall Samir Handanovic, wir haben Mattia Perin, früher noch ein übelstes Talent ja gewesen beim FC Genua. Wir haben Thibaut Courtois, wir haben Gianluigi Buffon und zu guter Letzt auch Gianluigi Donnarumma, also die beiden Gianluigis. Also natürlich reizt so irgendwie das Thema mit Buffon. Ich weiß jetzt auch nicht mal von früher, welche Spieler kann man kaufen, welche sind frisch gewechselt und was weiß ich. Aber ich weiß auf jeden Fall, jeden davon kannst du kaufen, das weiß ich auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, ich habe jetzt nur gemerkt, weil ich hatte vorhin auch Spieler auf der Wunschliste. Zu Beginn konnte man die nicht kaufen, weil der Verein gesagt hat, nee, ist uns zu wichtig. Das dauert immer einen Monat oder so, ja, ne? Und ja, dann später kann man die Spieler holen. Boah, ist eine gute Frage. Also ich tendiere irgendwie schon zu Buffon, aber ich glaube, es könnte vielleicht auch nur genau deshalb von dir so sein. Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt komplett daneben liegen, aber ich gehe jetzt einfach mit der ersten Wahl, Handanovic, weil Liga-internen Schwächen, machen wir einfach mal Handanovic. War der denn da schon bei Inter? Der war auch bei Inter, schon längst, Digga. Der war ja da schon selbst, keine Ahnung, wie viele Jahre bei Inter. 88er Gesamtstärke auch noch gehabt, nur 33 Jahre alt, deswegen auch annehmbarer als heutzutage. Ja, dann gehe ich doch einfach mal mit Handanovic, keine Ahnung. Vielleicht ist es falsch, vielleicht richtig, ihr seht es ja oder ihr wisst es ja schon und ich krieg's dann am Ende als Auflösung auf jeden Fall. Genau, so sieht's aus. Deine erste Fünferauswahl. Ich bin gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. Es betrifft tatsächlich die Innenverteidigerposition. Oh, okay. Da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du was machst. Ja, ich habe zwar noch immer Fazio in der Hinterhand, ich wollte den aber eigentlich tauschen und wollte mich verbessern, weil der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, wollte noch ein bisschen mehr Rating, aber auch für viel mehr hat es nicht unbedingt gereicht. Ja. Okay. Es gibt für dich zur Auswahl direkt zu Beginn Stefan de Vrij, das ist auch der einzige aus der Auswahl mit einem auslaufenden Spielervertrag. Ja, ganz genau. Danach haben wir dann David Luiz mit der 84. Wir haben hier Kamil Glick, noch damals Monaco, auch mit der 84. Okay. Shkodran Mustafi hat eine 83. Und zu guter Letzt noch Javi Martinez, also der gelernte Sechser, kann aber auch Innenverteidiger spielen, von den Bayern auch mit einer 84. Muss de Vrij oder Luiz sein? Also eigentlich macht, finde ich, keiner außer de Vrij Sinn, weil keiner von denen ist so ein riesiges Upgrade zu Fazio. Und also alle sind schon ein bisschen jünger. Ja, aber halt auch nicht so Potenzial nach oben. Also ich glaube, die haben ja alle plus 1 in der Gesamtstärke mehr so gut wie, aber auch ein Glick, der ist ja auch schon an die 30. Ich glaube, halt nicht viel Luft nach oben und ich glaube, du hast bei de Vrij gesagt, das gönnst du dir jetzt. Stefan de Vrij. Okay, alles klar. Dann let's go, deine zweite Fünferauswahl. Meine zweite Fünferauswahl. Es geht um einen neuen Flügelspieler, denn ich habe den Pharao Stefan El-Sharawi auch verkauft, genauso wie Alisson uns verlassen hat. Und da hast du zur Auswahl. Wir haben einmal Liga-intern Lorenzo Insigne. Wir haben Frérot, Franck Ribéry, damals auch noch 85er Gesamtstärke, 34 Jahre alt. Wir haben Jumin Son, wir haben ebenfalls Liga-intern Ivan Perisic, den Dorn, damals 85er Gesamtstärke bei Inter, 28 Jahre alt. Und zu guter Letzt damals echt noch ein krankes Talent gewesen, 92er Potenzial, glaube ich sogar, 84er Gesamtstärke, Marco Asensio. Was? Ja, so ja, Marco stark? Asensio, also ich kann gerne nochmal nachgucken, aber ich glaube, ich habe gerade keinen Scheiß gelabert. Der war schon früher echt brutales Talent. Was okay, heftig. Ja, 84er Gesamtstärke, 92 Potenzial. Okay, ich gehe aber, ich weiß auch nicht warum, ich glaube, Ribéry müsste ja so, was heißt ich glaube, ich weiß, weil er auch später bei mir zur Auswahl mit dazu kommt, nur schon mal kleiner Call hier. Okay. Ich weiß, dass er vermutlich recht billig zu holen wäre. Mhm. Vier Spieler bei dir. Ich gehe auch irgendwie so ein bisschen mit dem Hintergedanken, klar, gut Geld eingenommen, aber man will es ja auch wieder irgendwie reinvestieren. Vielleicht auf der Torhüter-Position ein bisschen was eingespart, auf anderen mehr. Also eigentlich Ribéry oder Perisic, das wären so meine Calls. Boah, ich weiß es ehrlich nicht. Oh, Ribéry war mein erster Gedanke, aber ich glaube, ich komme vom ersten Gedanken jetzt mal ab und ich gehe einfach mit Perisic, weil auch der ist so ein bisschen bei mir im Hinterkopf geblieben. Ich liebe ihn. Don Ivan Perisic. Geiler Typ. Geile Sau. Okay, dann würde ich sagen, also Auflösung gibt es natürlich am Ende, komme ich zu meiner zweiten Fünferauswahl, bevor dann auch schon die letzten Durchgänge jeweils kommen. Und weil er bei dir gerade mit dabei war, es geht um eine Flügelposition, kommt Franck Ribéry direkt bei mir zu Beginn. Ja. Direkt danach, und auch da sind es wahrscheinlich nicht ganz so große Unterschiede rein finanziell. Er ist deutlich besser, Arjen Robben, zwei Ratingpunkte besser, ist der zweite Spieler. Dann habe ich Alejandro Papu Gomez, Liga-intern von den Bergamasken. Ja, dann habe ich hier Angel Di Maria und zu guter Letzt noch Iago Aspas. Und die können alle Flügel spielen? Ja, jeder Einzelne hat RF, LF in ihrer Position mit dabei. Okay. Ich gehe aber mal auf Arjen Robben, weil ich den auch gesehen hatte. Und eigentlich, mein Bayern-Herz hat sehr doll geschlagen. Es hat richtig gepochert und es hat gesagt, hol ihn, hol ihn. Aber ich habe gesagt, nein, ich kann nicht, er ist zu alt. Aber du hast ihn geholt. Deswegen, Arjen Robben logge ich ein.
Okay, alles klar, dann komm du doch direkt zu deiner letzten Auswahl. Richtig, meine letzte Auswahl. Es geht nochmal um einen neuen Zentralmittelfeldspieler. Lustigerweise habe ich Daniele De Rossi nicht verkauft, aber dafür Kevin Strootmann. Das aber okay. Nur mal so nebenbei. Ich habe auf jeden Fall da natürlich zugeschlagen und wir haben als allererstes zur Auswahl Leon Goretzka. Natürlich auslaufender Vertrag, damals noch bei Schalke. Hatten wir schon das Thema, hatte ich ja erwähnt, mit FIFA 17 bei mir auf dem Kanal. Nummer 2 auf der Liste wäre dann Koke von Atletico. Wir haben ligaintern Marek Hamšík vom SSC Neapel. William Carvalho, damals noch von Sporting Lissabon. Auch ein stabiles Talent gewesen mit, ich glaube, 87 Potenzial oder 88. Und zu guter Letzt noch ebenfalls ligaintern Sergej Milinkovic-Savic. Damals noch von Lazio Rom. God bless, was für Latium. Also natürlich schon irgendwo verlockend das Thema mit Leon Goretzka. Weil ich habe den auch tatsächlich bei mir kaufen wollen, hat aber nicht funktioniert, weil bei mir dran stand, er ist unverkäuflich und wäre zu wichtig. Einen Monat später wiederum gab es dann die Möglichkeit und man hätte ihn kaufen können. Ah, es ist ganz, ganz schwer, aber ich glaube, das war so mein erster Gedanke und deshalb würde ich Goretzka auch wieder nehmen in dem Fall. Okay, Leon Goretzka eingeloggt, ohne Gameface damals noch, pottenhässlich, aber sei es drum. Ja, deine letzte Auswahl, ich bin gespannt. Es geht um einen anderen neuen Flügelspieler, denn ich habe nicht nur eingeholt, sondern zwei. Ich habe nämlich wie auch du El Shaarawy verkauft und ich habe auch Perotti hergegeben, aber ganz so viel ist dann trotzdem drumherum nicht passiert. Es betrifft auf jeden Fall einen neuen Flügelspieler und da gibt es für dich zur Auswahl. Und da hat jeder Spieler tatsächlich LF oder RF. Es ist angefangen bei Memphis Depay, der zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch linker Flügelspieler war. Dann haben wir Lucas Moura von Tottenham. Wir haben Inaki Williams. Wir haben Malcolm, damals noch von Girondins Bordeaux. Der war auch mal bei der Roma komplett hoch im Kurs und eigentlich war da eine Übereinkunft. Die stimmt, Digga, Barca hat ihn gehijackt im letzten Moment. Er war schon im Flieger nach Rom und Barca dann so, nee, Digga, du kommst bitte nach Barcelona. Ja, und da war aber auch noch irgendwas mit Zenit St. Petersburg und so dazwischen. Ich weiß gar nicht mehr. Der hat auch, glaube ich, auch mal in Russland bei St. Petersburg gespielt. Der spielt jetzt noch in St. Petersburg. Spielt er noch? Der spielt da immer noch. Ah, okay, ich dachte. Der ist von Barca dahin gewechselt. Aber das war damals auf jeden Fall mit Barca und Rom diese Geschichte, dass er eigentlich schon gefühlt in Rom war am Flughafen und dann Barca hat den Transfer noch irgendwie im letzten Moment gekapert und dann ist er nach Barca geflogen und zack, da unterschrieben. Ja, okay, dann habe ich das ein bisschen durcheinander gebracht, weil ich das vorhin auch gesagt habe, aber ich dachte, es war nicht Barca, sondern da schon Zenit und dann erst später ist es Barca geworden, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall war er mal kurz davor, zu der Roma zu wechseln, vielleicht ja auch in dem Fall hier zu mir. Und zu guter Letzt nochmal Suso. Jetzt haben wir so viel gequatscht, brauchst du nochmal die Auswahl? Ich wollte es gerade sagen. Hast du mir geredet, Digga, ich habe gar keine Ahnung, wer die Spieler mehr waren. Ja, dann sage ich es doch mal ganz kurz. Wir haben Depay, wir haben Lucas Moura, Inaki Williams, wir haben Malcolm oder halt Suso. Suso damals noch bei Milan. Ja. Wollen wir nochmal die ersten beiden? Depay und Lucas, also Lucas Moura. Ich gehe auf Lucas Moura. Okay, alles klar. Dann die Auflösung und darf ich mal ganz kurz vorwegnehmen. Ja. Ich habe gerade während deiner letzten Fünferauswahl gemerkt, bei Lucas Moura steht, der Spieler ist erst kürzlich bei diesem Verein untergekommen und wird nicht erneut wechseln. Ich wusste es auch nicht. Und dann wollte ich den runternehmen, habe ich auch, wollte Usman Dembélé draufpacken, einfach so und der ist auch frisch gewechselt und dann ist es doch wieder Lucas geworden. Ja, gut. Ja, egal, sei es drum. Hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, bin ich ehrlich. Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht, aber gut. Ich habe gehofft, dass du es nicht auf dem Schirm hast, aber ich hatte trotzdem ein bisschen Schiss, weil ich dachte, du vielleicht auch genau auf diese Sparte da unterwegs gewesen. Bei mir ist es übrigens Malcolm geworden. Ja, also, oh, ja, okay, wir haben so viel über ihn geredet. Dann, ich dachte, ich war entweder, ich nehme jetzt einen anderen oder ich nehme Malcolm, weil wir so viel über ihn geredet haben. Okay, aber er ist tatsächlich auch der, ich habe es zu Dennis gerade schon gesagt, der sich jetzt erstmal 2 Monate bei mir verletzt hat, also erstmal ausfällt. Okay. Für die andere Flügelposition ist es Franck Ribéry geworden. Oh, okay. Ich habe dann noch einen neuen Linksverteidiger geholt mit Alex Telles und zu guter Letzt, und das ist leider auch ein Spieler, den ich nicht behalten darf, ist es Stefan de Vrij geworden. Ja, Digga, wow, yippie, geil, Stefan de Vrij, tschüss. War ein bisschen offensichtlich, habe ich mir auch schon gedacht. Ich habe so gehofft, deshalb habe ich es extra dazu gesagt, so auslaufender Vertrag, dies, das. Habe ich gehofft, dass du vielleicht nicht unbedingt auf die Fährte kommst. Aber naja, ich habe ja noch immer zum Glück auch in der Hinterhand dann Fazio. Oder Fazio, wie auch immer. Auf jeden Fall. Deine Auflösung. Auf der anderen Seite auf Torhüter, Buffon geworden. Bin ich nein, hör auf! Nee. Hat einen Auslaufenden gehabt, 89er Gesamtstärke. Ich habe auch Alisson nicht verkauft, da habe ich halt einfach ganz dick geflunkert. Es kam wirklich ein Angebot von Liverpool rein, das ist lustig. Okay. Aber ich habe ihn nicht verkauft, weil ich mir dachte, ne, falls Buffon geht, und ich dachte auch eigentlich sehr wahrscheinlich, dass er gehen wird, habe ich halt noch Alisson einfach den Standardkeeper in der Hinterhand. Ist aber ganz gut, vielleicht kann ich den dann auch im Winter verkaufen, wenn das Spiel das erlaubt. Weiß ich nicht, ob man nach einem halben Jahr schon verkaufen kann. Flügelposition ist Heung-min Son tatsächlich geworden und nicht Franck Ribéry. Was hat Son? 84er Gesamtstärke. Okay, nee.
wäre ich niemals drauf gegangen. 25 Jahre alt. Rechter Flügel habe ich dann Susu verpflichtet. Das ist der Transfer, den ich nicht auf die Liste gepackt hatte. Da hatte ich, wen hatte ich eingetauscht? Iturbe? Nee, wie hieß er nochmal? Ünder. Ünder und 32 Millionen. Tauschgeschäfte sind ziemlich scheiße. Ich habe sie trotzdem gemacht in dem FIFA. Keine Ahnung wieso. Und zu guter Letzt war dann Koke. Tatsächlich mein zentraler Mittelfeldspieler. Okay. 55 Millionen. 85er Gesamtstärke. Also auch nochmal plus 2 im Vergleich zu Strootmann. Ja, das sind meine 4 Transfers. Okay, top. Dann darfst du alle Spiele behalten und ich muss tatsächlich auch gestehen, bis auf Buffon wäre ich tatsächlich, also ja, du warst auch, glaube ich, bei keiner anderen Auswahl, also was heißt keine andere, die anderen beiden, da bist du auf jeden Fall gar nicht auf der Fährte von meinen Spielern gewesen. Nee, ich hatte es auch wirklich null auf dem Schirm, also wirklich hätte ich niemals so gedacht, ja, also naja, alles halb so wild. Jetzt starten wir rein, wir gehen an den 1. Januar und mal gucken, ob da noch was geht. Ganz ehrlich, ich war kurz davor auszuflippen hier zwischenzeitlich in der Aufnahme, weil es wirklich so anstrengend ist mit den Tauschdeals, immer wieder Gegenangebot und es funktioniert eigentlich nichts, wie man möchte. aber nicht höre dir. Naja, wir springen an den 1. Januar und dann schauen wir einfach mal, inwieweit Dennis und oder ich vielleicht auch noch Transfers tätigen werden. 1. Januar angekommen, gibt es jetzt natürlich die Auflösung und zum damaligen Teil, also hier in FIFA 18, ist es tatsächlich so, dass man im Kalender gar nichts mitbekommt. Man weiß also nicht, wie man gespielt hat und wie es gelaufen ist. Oh, okay, aber wir wissen es jetzt, wenn wir auf die Tabelle schauen. Und Dennis, ich hatte gerade schon mal während der Simulation... Nee, lass, komm, will ich gar nicht hören. Komm, sag einfach nur, wie viele Punkte. Ich habe 42. Okay, bist du Erster? Ja. Wie viele Punkte Vorsprung? Nur 3. Okay, das geht ja noch. Ich bin Dritter, 38 Punkte. 4 Punkte hab schon auf den Ersten. Ja, Juve eine Niederlage nur. Ja, muss los, Digga, muss los. Wir spielen, also wir verlieren zu oft. 2 Unentschieden nur, dafür 5 Niederlagen. Ja, okay, ich habe eine Niederlage und die habe ich am zweiten Spieltag gegen Inter direkt geholt. Mhm. Und 6 Unentschieden, sonst 12 Siege. Es ist aber bei mir extrem eng. Ja, 5 Punkte auf Platz 4, es kann da noch alles passieren. Okay, check. Dann, also Coppa Nationale brauchen wir uns gar nicht angucken, weil der beginnt erst. Da sind wir ja beide im Achtelfinale. Wen hast du da als Gegner? Ich kenne meinen Verein auf jeden Fall noch nicht mal. Ich muss gegen Cagliari. Okay, die die kennt man auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was das für ein Logo sein soll, um ehrlich zu sein. Gehen wir also als nächstes auf die UEFA Champions League / Champions Cup damals noch. Und da muss man erstmal umständlich gucken, ob man drin ist oder nicht. Ich bin drin. Mein Achtelfinale los schmeckt absolut gar nicht. Wer ist es denn? Es ist auf jeden Fall ein Verein, der auch gerade in der Realität im Viertelfinale der UEFA Champions League ist. Im Viertelfinale? Ja. Was, Bayern? Nee. City, gibt City da? Ja, City? Ja, City. Aber war City damals schon so stark? Ja, Bruder, die waren auf jeden Fall nicht schlecht. So viel kann ich dir sagen. Schlecht, ja, schlecht mit Sicherheit nicht, aber die sind bei mir auch Erster geworden. Digga, was? Ich hab City als Gegner, weil ich Gruppenerster geworden bin. Ich bin auch Gruppenerster geworden, ja. Hä, Digga, wie scheiße ist Paris aber dann? Bei mir ist Paris fast rausgeflogen. Also 7 Punkte, Sevilla 7, Feyenoord 6 Punkte. Bei mir haben die 11. Ich hab 15 und Sevilla 8. Ich hab auch 15. Ja, okay, ja. City ist einfach hinter Monaco Zweiter geworden. Ja, die werden mich trotzdem in... Ja, Chris, bitte zensieren, danke dir. Ja, ich hoffe, ich denk dran. Oh Mann, nein. Ja, hier, la 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 la, hier wurde ein Chipwort gesagt. Bitte zensieren, Chris, im Schnitt, danke. Ja, so werde ich auf jeden Fall das ganze Thema checken. Ich hoffe doch. Ja, aber ich sag ehrlich, Monaco auch nicht zu unterschätzen, ne? Ich glaube damals, wie hieß denn der Torhüter noch, was die da hatten? Subasic. Ja, Subasic, dann mit Glick und mit Mbappé vielleicht noch, ja? Nee, Mbappé war damals schon bei Paris. Das nein, ehrlich? Nee, da war gerade die Leier. Also das war die Saison, wo er gewechselt ist gerade zu Paris. Ah, hier hat er noch das Monaco-Trikot aber als Ding. Ja, genau, stimmt, richtig. Monaco-Trikot aber trotzdem bei Paris gespielt. Und die haben auch eigentlich Neymar 92, sehe ich hier gerade. Deswegen keine Ahnung, warum die so scheiße sind. Ja, ich bin sehr gespannt. Aber lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Bei mir passiert im Winter nichts. Weil den Krampf mit knapp 12 Millionen tue ich mir auf gar keinen Fall an. Ich kann auch keinen Spieler mehr verkaufen, weil die Jungs, ja, die laufen schon wirklich auf dem Zahnfleisch hier gefühlt. Dennis, du wirst wahrscheinlich reingehen, oder? Ja, ich sehe Angebot Alisson, Digga. Ich gehe rein. Okay, also das heißt, ihr seht Verkauf plus Transfer, in Klammer Transfers, vielleicht sogar mehrere, jetzt dann bei Dennis und danach springen wir direkt ans Ende der Saison. Let's go, Leute. 75 Millionen für Alisson zahlt der FC Barcelona für unseren Zweitkeeper und damit können wir jetzt schön shoppen gehen. Let's go. Das Geld von Alisson wird jetzt natürlich sofort reinvestiert. Als erstes in einen neuen Sechser. Daniele De Rossi wird ersetzt und zwar mit William Carvalho, hatte ich auch schon bei der Snipe-Phase auf der Liste und jetzt verpflichten wir ihn. Uff, Leute, den nächsten Transfer, der kostet unfassbar viel, aber ich hoffe, dass er auch was bringen wird. Es ist Giorgio Chiellini. Für die Innenverteidigung nächster Transfer von Juve. Wir tauschen Fazio ein, zahlen echt viel zu viel Geld noch mit oben drauf. Aber hoffentlich verstärken wir uns dafür, um eben in der Champions League weiterzukommen und vielleicht ja auch die Liga zu gewinnen. Und zu guter Letzt, Leute, Alfredo Aguilar kommt. 66er Gesamtstärke. Ich hatte nämlich keinen Backup-Keeper mehr. Alisson war eben der Backup. Den vorherigen hatte ich verkauft. Jetzt haben wir wieder einen 66er Gesamtstärke. Wird halt natürlich selbstverständlich nicht spielen. Wir gucken kurz in die Mannschaft rein. Hier natürlich anstelle von De Rossi jetzt Carvalho. Dzeko vorne auch schon eine Gesamtstärke verloren. Ist nicht so ganz schmackhaft, aber sei es drum, Leute. Mannschaft
steht. Und damit simulieren wir jetzt in die Rückrunde. Chris ist ja schon am Ende und dahin gehe ich jetzt auch. Wir sind am Ende dieser Saison angekommen. Ihr habt hier die Transfers von Dennis gesehen. Ich habe das Ganze auch mitbekommen. Weiß also, er hat sich dann doch durchaus verbessert auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt noch Früchte getragen hat oder wie das Ganze jetzt hier noch aussieht und gelaufen ist. Und wir kommen zur Auflösung. Also, wir checken jetzt natürlich die ganzen Wettbewerbe ab und beginnen damals noch in der Calcio A. Serie A natürlich auch genannt. Und wie sieht's da bei dir aus, Dennis? Ja, es ist eine Verbesserung, aber leider nicht so doll verbessert, wie ich es mir erhofft hätte. Ich bin nur Zweiter geworden. Ja, ich mach's dir gleich. Ich bin auch leider nur Zweiter. Oh, wichtig. Wie viele Punkte? 80. 80, okay. Ich habe 81. Der Meister hat bei mir 85. Inter Mailand. Ja, 84 hat bei mir Inter. Ja, ich habe leider auch das letzte Spiel verloren und hinten raus war es wohl nicht ganz so gut. Ich habe 11 Unentschieden. Ich habe nur 4 Niederlagen, aber okay, ich habe geteilt. 6 Unentschieden, 7 Niederlagen, also relativ ausgeglichen. Okay, ja, genauso ausgeglichen wie natürlich hier die Punkte, was auf jeden Fall die Liga betrifft. Da sind wir nämlich beide bei 18. Genau. Coppa Nazionale. Also wir zählen da ab Achtelfinale, ne? Früher gab es ja, glaube ich, genau, auch nichts. Achtelfinale, okay, ist die erste Runde. Wie weit bist du gekommen? Ich war im Finale. Hast du gewonnen? Nee. Ich auch nicht. Boah, warst du auch im Finale? Ja, ich war auch im Finale. Gegen Atalanta Bergamo. Okay, ich habe gegen Juve. Ja, ich hatte halt einfach mal in dem Viertelfinale schon direkt Inter als Gegner. Da dachte ich eigentlich schon vorbei. Dann 2-1 gewonnen, 3-2 gegen Neapoli irgendwie durchgemogelt und dann 2-1 gegen Atalanta, Junge. Belastend! Wir hatten eigentlich gefühlt genau das Gleiche, bloß dass Bergamo direkt bei mir gegen Sampras ist. Ich hatte auch im Viertelfinale Inter gewonnen. Ich habe im Halbfinale Napoli geschlagen und dann gegen Juve halt verloren. Na okay, ja gut, alles klar. Dann, naja, ja, also heißt auch beide kompletter Gleichschritt. 3 Punkte, genau. Genau, so sieht's aus. In der Champions League. Wo bin ich? Ach, Mann, Digga, ich weiß nicht. Ja, Auswärtstorregel, 3-3. 3-3, Digga, gegen City. Und die im Finale. Die Wichser! Bei mir ist Bayern gegen Atletico im Finale und bei mir war es auch die Auswärtstorregel. Ich bin leider auch direkt raus gegen die Spurs. Heißt also, für beide machen wir 3 oder 2 Punkte, weil wir ja gesagt haben, Champions League vielleicht. Ach so, ja, neue Regel. Dann machen wir 3 Punkte. So sieht's aus. Okay. 3 Punkte. Quali-Gruppenphase überlebt, wie auch immer. Genau, fürs Bestehen der Gruppenphase. Dann heißt es jetzt, wir sind komplett im Gleichschritt. Ja, beide im Finale, beide Zweiter, beide raus im Achtelfinale der Königsklasse. Trainer des Monatspreise. Oh mein Gott. Digga, will ich gar nicht reingucken jetzt. Nee, jetzt will ich schon nicht mehr reingucken. Ich guck gar nicht rein. Nee. Ja, okay. Chris, wie viel hast du? 4? Ja. Ja, ciao, Digga. Ist vorbei. Ich hab einen. Einen? Ja, klar. Einen. Warum hab ich denn dann 4? Ja. Ja, das ist die gute Frage. Aber da sind wir wieder beim Thema, dass wir zu den damaligen Zeiten die Trainer des Monatspreise waren da einfach brutal. Ach ja. Ja, die Trainer des Monatspreise waren bei mir noch nie brutal. Das wollte ich nur mal erwähnt haben an der Stelle. Ja, nee, ich meine brutal im Sinne von, dass ich immer welche hatte und du gefühlt nie. Ja, auf jeden Fall. Aber gut, gucken wir mal rein in die Statistiken. Theoretisch könnte ich es ja jetzt noch auf ein Unentschieden drehen, aber es wird sehr schwierig. Ja, bei mir hat halt ein Torhüter das ganze Jahr durchgespielt. Bei dir wahrscheinlich nicht, ne? Ja, Buffon hat 37 Spiele. Also so schlecht ist es nicht, aber die Spiele zu null, ich glaube, das war ja relativ overpowered in dem Teil. Deswegen, du wirst bestimmt über 20 Spiele zu null haben, oder? Nee, ich habe 17. Ja, schade, Digga. 14. Ah, okay. Gut, dann machen wir es der Vollständigkeit halber einfach noch durch. In Sachen Vorlagen ist es bei mir Edin Dzeko mit den meisten. Okay, wie viele hat der? 13. Okay, habe ich 14. Okay, der geht an dich. Tore viel zu doll aufgeteilt. Würde mich wundern, wenn ich mehr habe. Ich hab auch nur... Also mein bester Torschütze, mein Linksverteidiger, Alex Tejes. Alex, okay, ich habe auch. Florenzi hat 16 Tore. Ist mein viertbester Torschütze. Viertbester? Ja. Ja, mit 15 ist Tejes mein bester. Was? Ja, ehrlich, ich mache keinen Spaß. Oh Mann, Digga, ich kann nicht reden, weil ich verstehe nichts, Digga. Wie kann Tejes dein Torschütze sein, Top-Torschütze? Wie kannst du am Trainer des Monatspreises mit so einer Mannschaft gewinnen? Ich weiß es nicht. Digga, guck mal, also, ne, damit man mal sieht, ich verstehe es wirklich nicht. War meine Top-Torschütze, du meinst ja, 15 ist dein bester, ne? Ja, genau. Ich habe meine Top-Torschütze Nummer 4, 16 Florenzi, 17 Dzeko, 23 Suso, 27 Son. Ja, also ich habe zum Beispiel 10 Dzeko, 11 Malcolm, 13 Nainggolan, 15 Ribéry, 15 Alex Tejes. Okay, also das sind noch ein paar mehr Spieler, die auch 2 Stechtore haben. Ja, okay, ja, aber auch nichts Weltbewegendes, um ehrlich zu sein. Das ja, aber, Digga, das ist wirklich, es nagt. Aber gut, was soll man machen? Das ist halt so ein Ding von Showdown, eigentlich gefühlt nicht verloren, aber dann entscheiden halt so die Statistiken für Trainer und für die Spieler das ganze Ding hier. Aber gut, Leute, so ist das alles nun mal. Deswegen wird es am Ende ein wie viel zu wie viel? Ein 29 zu 27, zumindest, wenn ich das jetzt hier richtig gerechnet habe. Aber ihr seht es ja auf jeden Fall auch eingeblendet. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Checkt
checkt auf jeden Fall das Video bei Dennis ab, ja, ganz oben in der Videobeschreibung, da geht es mit FIFA 17 und dem FC Schalke 04 rein. Gestern auf jeden Fall 3 Saisons, morgen 4 Saisons, es erwarten euch richtig geile Videos. Soweit so gut, wir sind am Ende angekommen, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen da, schaltet morgen wieder ein, Wecker stellt, 14 Uhr und dann hat Dennis für euch das Schlusswort. Macht's gut, haut rein und ciao. Ja, Leute, was soll ich sagen, ist immer so ein bisschen schmerzhaft, wenn man eigentlich überall im Gleichschritt war und dann am Ende wegen den Statistiken dann doch so wirklich 2-3 Punkte Abstand noch sind, aber gut, es war prinzipiell ein sehr, sehr spannender Showdown, würde ich mal behaupten. Beide im Gleichschritt, keiner hat irgendwie krass dominiert, den anderen in dem Fall und ja, am Ende haben es halt die Statistiken entschieden. Sei es drum, Leute, das soll es an der Stelle gewesen sein. Chris hat es ja gerade schon erwähnt, 4 Saisons Showdown, morgen Premiere, es wird unfassbar wild, Sonntag dann noch viel wilder, aber Leute, lasst uns erstmal morgen den Freitag genießen mit einer Premiere, 4 Saisons Showdown auf beiden Kanälen, 14 Uhr, checkt das ab. Wir sehen uns morgen in alter Frische, bis dahin, haut rein und ciao.